Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Julia. Dieses Mal geht es in diesem Video um einen Miniaturgarten. Ich habe euch ein kleines Beispiel hier mit einem kleinen Gartenzwerg. Ich will euch zeigen, wie ihr so einen Miniaturgarten für wenig Geld machen könnt. Sowas im Laden würdet ihr übelst viel Geld zahlen. Ich schätze mal um die 30, 40 Euro. Aber eigentlich, wenn ihr es richtig anstellt, ist es nicht wirklich teuer. Ich zeige euch in diesem Video mal, wie ihr mit günstigen Sachen, entweder habt ihr sogar zu Hause oder ihr besorgt es euch, das gibt es auch in den Läden jetzt noch, kleinere Materialien. Ich habe hier zum Beispiel so eine Tonuntersetzer. Vom Preis her, das hier war 79 Cent. Ich packe das mal beiseite. Das hier war 2,49 €. Klar, die größeren sind ein bisschen teurer, aber das ist meistens der größte Untersetzer, den man braucht. Das habe ich jetzt, hier haben wir nochmal 40 Cent und diesen ganz großen haben wir für 69 Cent. Das ist eigentlich das Grundmaterial, was ihr braucht. Ich nehme bevorzuge meistens gleich schon die große Schale, die kleinen. Die tue ich dann mit der Klebepistole dann hier festmachen, als Beispiel. Ihr könnt die zum Beispiel zerbrechen und mit reinpacken. Oder jetzt hier so würdet sie dann festkleben. Und so hier mit der Klebepistole. Einmal unten den Boden und einmal da auch unten den Boden und einmal rechts an der Seite, dass das eine Stabilität hat. Wenn das dann festgeklebt ist, ich mache das immer mit Klebepistole. Wartet kurz ein paar Sekunden, dass das auch richtig festhält. Und dann könnt ihr das mit Erde befüllen. Einmal hier unten, zum Beispiel da, und dann hier oben. Um dass das euch zum Beispiel auch nicht so teuer wird, könnt ihr dann pflanzen. Gibt es jetzt sehr viele überall zu kaufen, auch in diese normalen Einkaufsläden. Die kosten, wenn ihr es geschickt anstellt, nur ein paar Cent. Zum Beispiel die Primeln. Bietet sich auch sehr gut an. Oder ihr habt, wie ich hier in dem. Eine Zimmerpflanze, die zu groß geworden ist, dann ist das aber eigentlich eher mehr was für drinnen. Wenn ihr was für draußen haben wollt, dann müsst ihr dann später die passenden Draußenpflanzen nehmen. Am besten machen sich so eine kleinen Mini-Pflanzen, Jungpflanzen, die ihr habt oder besorgen könnt. Dann, wie gesagt, ihr braucht dann Erde. Dann habe ich zum Beispiel in den Läden gibt es ja jetzt immer so eine Samentütchen. Hier habe ich Ostergras, das ist dann wie bei hier. Dann wächst das dann und dann können zum Beispiel, wenn ihr jemanden ein bisschen auch ärgern wollt, der muss dann immer hier ein bisschen Rasen schneiden mit der Minischere, dass man dann die kleinen Tiere sieht. Sieht aber dann in dem Moment, wenn man sich das jetzt vorstellt, voll niedlich aus, Gartenzwerg, Rasenmähen. Jetzt kann man kein Rasen mähen, wäre auch was für die Männer dann. Dekosteine findet ihr manchmal auch in die Läden. Die kosten nur 1 €. Das ist bei diesen Euro-Artikeln manchmal mit dabei, genauso wie so eine Figur hier, der Gartenzwerg. Was ich jetzt dazu geholt habe, wie hier den Zaun, das musste ich leider online bestellen. Ich selber tue viel über Amazon bestellen. Ist jedem selbst überlassen, müsste man auch über andere Online-Anbieter finden. Ich habe, dass das mir selber nicht zu teuer wird, habe ich gleich so ein kleines Set bestellt gehabt, wo ich eine gewisse Länge drinne habe. Da müsst ihr ein bisschen suchen, wo die Länge vom Preis her am besten für euch wäre, von den Farbmodellen. Wäre jetzt, wenn ich euch einen Link reinmache und ihr sagt, nee, wir wollen keinen blauen und rosa Zaun haben, dann müsst ihr mal gucken, es gibt auch eine gewisse Länge. Die könnt ihr, da braucht ihr nicht unbedingt eine Zange. Ich habe es auch mit einer normalen Bastelschere durchgetrennt gehabt. Das ist nämlich kleiner Draht. Das könnt ihr entweder hier rumwickeln. Ich tue im Anhang vom Video auch noch Bildideen noch zeigen, was ich noch gebastelt habe draus. Und dann habe ich hier so eine kleine Figuren bestellt gehabt online. Da gibt es auch so eine Set. Die kosten in der Regel zwischen 6 bis 16 Euro. Kommt auch an, was für ein Set ihr nehmt. Da könnt ihr euch direkt aussuchen, was euch am besten gefällt von den Figuren. Die braucht ihr nur online eingeben unter Miniaturgarten Deko. Wie gesagt, dann habe ich mir aber, wenn ich die Grassamen dann da verteile, manche Ecken will ich aber eigentlich, dass später mal ein paar Blümchen wachsen, kleinere. Da habe ich mir jetzt selber in eine Dose verschiedene Samentütchen geholt gehabt. Die Pflanzen wachsen in einer Größe von ungefähr
10 bis 15 oder maximal 20 cm hoch. Zu groß solltet ihr nicht wählen. Das würde hier in dem Moment nicht reinpassen. Ich kann euch das mal auch drehen. Ihr habt ja eigentlich dann einen kleinen 3D-Effekt. Hierhin kann man zum Beispiel das Gras ein bisschen höher wachsen lassen. So auf schräg. Das ist alles euch überlassen. Wie gesagt, im Anhang von dem Video zeige ich euch noch, was ich gebastelt habe. Ich hoffe, diese kleinere Erklärung gefällt euch. Ich werde später, wie gesagt, noch ein zweites Video machen, wie ich das jetzt selber mache. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Wir hören und sehen uns. Tschüssi!